Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege, Skull Rain und nochmal Favelaf. Oh, diesmal bin ich auch dabei. Mut so geil. Ah, nicht dabei ist Sebastian. Aber wir sollen grüßen. Ja. So ist, ist das eigentlich rassistisch, wenn wir so sprechen? Nein. Nein, das ist witzig. Ist Satire, Leute. Chill. Das ist witzig, ist das nicht rassistisch. Da ist seine Unterschied. Das ist seine große Unterschied. Oh, der Alex ist später Flats. 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 Und Food. Wen haben wir denn überhaupt? Bereich sicher? Ja, ja, das sonst hätte ich ja nicht Futze genommen. Obwohl, man weiß es nicht. Doch, haltest du. Ja, ich hau ja auch gerne mal die Mülltonne, die Müllrolle aufs, ne? Ja, oder die Granate an die Geisel und so. Also der einzige Unterschied ist, dass du heute keine Geisel tötest, weil wir Bereich sichern haben. Wahrscheinlich genau, sprengt er unser ganzes Team weg. Ja. Genau. So, es ist immer noch hier großes Orientierungsproblem. Also, wenn ihr dieses... Sehr gut, wenn ihr dieses Video seht, das ist quasi ein Favela-Guide. Viele verpeilte Leute, die auf dieser Map rumirren und euch alles zeigen. Viele verpeilte Leute, die nichts finden und ich. Also ich glaube, ich habe mittlerweile das System hier verstanden mit diesen beiden Gebäuden. Also es ist wie zweimal Herford Base nebeneinander. Also zwei Gebäudekomplexe, die jeweils eine Treppe haben und auf zwei Etagen, glaube ich, verbunden sind. Verrückt. Ja. Und ich finde sie als Verteidiger deutlich leichter als Angreifer, weil als Angreifer wirst du einfach überall angegriffen. Ich komme auf dieser Map übrigens besser klar als in der Yacht. Was? Ja, ich auch. So am Anfang. Ich habe echt lange gebraucht, also vor zwei Wochen oder so habe ich mich, glaube ich, das erste Mal richtig auf der Yacht orientieren können. Krass. Vorsicht, hier geht irgendwo schon Tür auf. Ja, ich habe ein Fenster aufgemacht, aber ich sehe nur ein Bild von einem dicken Jungen. Von... Nein, ich sag nichts. Wollen wir gleich mal Dauerfeuer da reinmachen? Ich mach da gleich eine Futzladung rein. Ja, am besten am Fenster, oder? Ja, ja, ja. Ja, guck mal. Das war die Angst. Genau vor diesem Ding hier. Fuse-Angst. Aber das ging mehr oder minder ins Leere. Fuse-Angst, offiziell anerkannt. Die Angst des, vom Fuse. Manchmal ist es auch einfach die Angst vorm Fusen. Weil ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn ich hier irgendwo an die Tür gehe oder so, dass ich da direkt weggesprengt werde. Ich kann hier nicht durch... Was? Jetzt. Entschuldigung, ich muss mal eben kurz... Eine Mutter wichtige Nachricht. Das geht jetzt aber nicht. Mutfogande. Ein Gegner verbleibt. Wir haben sogar einen AFKler. Das ist doch, das ist fair. Wo ist der? Hinten in der Ecke. Hinten durch. Der ist fast tot. Muss da irgendwo. Ich sehe ihn. Ich wechsle das Magazin! Sprengbereich räumen. Sauber! Oh. Schönes Ding, ey. Sehr schön. Ja, der war wirklich witzig. Ach, kann man so machen, würde ich sagen. Das habe ich nichts dran auszusetzen. Ach, warte mal. Ich nehme hier doch nicht die Else, sondern ich nehme mal den Smoke. Dann nehme ich die Else, weil ich die ziemlich cool finde. Die ist auch großartig. Hier auf dieser Map lohnt sich wirklich eine Schrotflinte, weil man sich über alle Etagen durch diese Luken durchballern kann. Mal gucken. Ich finde, also ich kann mit ihr gar nichts anfangen. Doch, die ist großartig, wenn du auf weite Distanzen ruhige Headshots machen kannst, ne? Weil die Leute sofort liegen. Ja, das kann ich, glaube ich, in der zweiten Folge gezeigt. Drei Leute gleich hingelegt. Das hier ist die Außenwand übrigens.
viele kommen, glaube ich, mit ihrer Spezialfähigkeit nicht klar. Beziehungsweise finden die dann nutzlos und spielen dann lieber andere. Aber... Ja, man muss halt wissen, wie es funktioniert. Und bei der ist halt das Besondere, die Pistole, ein Schuss und die Leute liegen sofort. Und wenn sie ihre Spezialfähigkeit anhat, ist auch das Messer... Ja, eben halt ein... Na, wie nennt sich das? Einen auf die Matte schicken, ne? Und nicht gleich töten. Das ist halt darauf ausgelegt, ne? Den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Okay. Was? Irgendwie ist heute der große Tag der Teamkills. Hast du da gerade was aufgemacht, Alex? Nee, nee. Irgendwie höre ich hier schon was. Oh. Die Süßen sind platziert. Mein Lager wird gezündet. Ist bei dir Kopfmatze? Nee, Alex ist hier gerade runtergesprungen, sonst nichts. Oh, ich sehe nichts mehr, aber ist auch egal. Gehen wir nach unten. Hier laufen die auf jeden Fall außen irgendwie lang. Irgendwo haben die sich abgeseilt. Da ist er. Wo denn? Dort? Ja, ja. Nein! Och, ich habe auf die Tür geachtet. Er hat zumindest ein bisschen Zeit geschunden. Die hängen auch alle oben an der Tür. Das war richtig doof. So, hier kommt Glatz runter. Ist das nur Glatz? Thermite hängt am Fenster. Was? Oh, fuck. Hier ist Glatz. Schlecki, genau über dir. Ah, oh, und da kommt aber auch Thermite mit. Und, Blackbeard ist in dem Raum, in dem ich gerade gestorben bin. Eigentlich müsst ihr nur aufpassen, dass die da durch die Tür nicht weiter durchrennen. Ja, das hab ich vor. Na! Ah. Never mind. Ich habe irgendwie nur auf die Treppe geachtet und dass der Blackbeard vor mir stand. Naja. Das war mal ein super Timing. Aber echt. Ein Operator des eigenen Funks verbleibt. Oh. Sauber. Ah, Dreck. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Ah, verdammt. Kannst du glauben, dass wir die erste Runde so gut... Ne, ja, ich glaube, wir haben es gerade aber auch ein bisschen... Also ich zumindest habe mich da folgt, ich hätte die alle holen können eigentlich. Wie ein bisschen mehr gewartet hätte. Ach, das holen wir jetzt wieder raus. Wir wollen es ja auch ein bisschen spannend machen. Nee. Ne? Nicht immer hier 3-0. Ne? Nee. Das kannst du woanders sehen. Nicht hier. Hier gibt's noch richtig spannende Runden. Ja? Richtig. Wer braucht schon MLG, wenn er uns hat? Yes. Yes, yes. Mut zu richtig. Mut zu richtig. Ach. Capitao. Das wird eine sehr espanolische Staffel. Also ich kann nicht sonderlich gut mit Capitao spielen, aber ich finde den Klang seiner Knarre einfach so großartig. Ja, das sind Auswahlkriterien für Operator. Ja, total. Der hört sich so gut an. Ah,
den Runner gefallen mit der Drohne. Sind wieder da, wo sie eben waren. Wir haben zwei Rekruten. Sind die dann auch beide AFK? Shit. Ich bin gerade komplett runtergefallen. Immer wenn man denkt, es geht nicht noch tiefer, dann fällt man noch tiefer. Das war so tief. Das war auch so ein bisschen Lebensweisheit. Dude, you're so deep. Can't even see you right now. Vorsicht, die machen mit Sicherheit die Türen auf. Die eine Tür, die ist unten schon ganz leicht offen. Auf Fußhöhe. Nicht zu verwechseln mit Fußhöhe. Die Tür da, die ist unten offen. Ich wurde entdeckt. Ah, krass, da ist eine Kamera. Ja, die sind echt mies angebracht hier. Na, die mache ich mal eben weg. So. Boah, das war knapp, Alter. Das C4 ist so an mir vorbeigejumpt. Das Bereich sichern, oder? Ja, ja. Die scheinen aber gar nicht schon unbedingt drin zu sein. Die sind aber auch unten, also in der Etage unter uns. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Ja, dann sind wir doch. Ja, sauber. Der Behälter ist sicher. Wir haben nichts gemacht. Ich war einfach nur da. Ich hab guck, da fliegt mein Bolzen noch rein. Achtung. Flupp. Man hat's noch gehört. So, Matchball oder was? Das war mal eine schnelle Runde. Und danach gehen wir noch eine Runde Pinata spielen. Ah. Das Gemerkte war nicht lustig. Nee. Ich hab auch irgendwie. Hier flog gerade auch so eine Westernstadtflocke durch mein Wohnzimmer. Wie nennt man die Dinger? Wüstenball. Einen fliegenden Busch? Wüstenball oder nicht? Nee, Wüstenball? Rose von Jericho heißen die. Eieiei, hier. Der gebildete Tuliska. Achtung, Leute, wir haben was gelernt. Macht aus. Ich hab einen Hund, deswegen. Und wenn die Tür irgendwo aufgeht, dann. Ja. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrungsbehälter schützen. Fake Leute durchs Zimmer. Die Rosen. Wenn du jetzt noch erklären kannst, warum die Dinger so heißen, ne? Dann, dann taggen wir diese Folge nicht als Gaming-Folge, sondern als, Lehrstunde. Ja. Ja, super, dann können wir das als Gaming-Folge machen. Haben wir Westen? Ja. Ja. Oh. Es bleiben 10 Sekunden. Bau auf! 5 Sekunden noch. Ich komm nochmal und hol eine Weste. Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Ich bereite ein Nestchen vor. Ich komm oben durchs Dach. Wo denn? Hier. Stacheldraht platziert. Irgendwas geht hier auf. Ash ist tot. Twitch auch. Was? Oh nein. Wo war der? Glatz liegt draußen auf irgendeinem roten Dach. Ich markiere einen Blackbeard. Beep. Ist das die aktuelle Position von Blackbeard? Nee, nicht mehr. Schade. Oh shit. Ich glaube, die kommen da bei dir, Alex. Jo. Sein Nestchen mit meinen Süßen ist platziert. Kannst du auf die Kamera gucken, zufällig? Nee. Oh, wir haben hier ein Problem.
hat der denn geballert? Ah, oh, Probleme, Probleme. Mann, 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 Mann. Alex, du musst runter. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Der Sack hat meinen Schatten gesehen. Ey, das ist ja krass. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Nimm doch die Schrotflinte. Einer ist draußen, Alex. Der ist jetzt auf dem Dach. Da unten kann nur ein einziger. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern. Der andere ist oben auf dem Dach. Den Behälter. Ein Gegner verbleibt. Sehr gut. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Was du für ein Tier bist, ne? Du hast nur noch 10 Schuss in deiner Waffe gesamt. Könnt ihr ihn sehen? Ich guck gerade. Also eben, als du reingegangen bist, ist der gerade aufs Dach hochgegangen. Ich höre den irgendwo jumpen. Der musste über dir noch sein. Irgendwo. Eine Minute. Das ist ein Glatz. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Ah, geil! Ah, ist das schön. Boah, wie cool. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich darauf hier achten kann. Ja, krasse Nummer. Das hat der Tooliska mal wieder gut gemacht, hier bei Tooliska LP. Wenn wir den nicht hätten, meine Damen und Herren. Wenn das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Freuen wir uns über jeden Abonnenten, insbesondere dieser Don Schleck, der nie was reißt. Genau. Und wenn ihr mehr davon wollt, dann einfach beim nächsten Mal wieder reinschalten. Wir sagen Tschüss. Merci. Danke. Tschüss. Reingehauen.